Ich kann heute schon eins ziemlich klar sagen, dass wir sicherlich im Jahr 2017 nicht verkünden wird, was zum 1.7.2018 passiert. Also wir werden da uns ausreichend Zeit lassen, intern beraten, befruchten und dann am Ende des Tages auch gemeinsam entscheiden. Und das wird keine, wie gesagt, langfristige Geschichte. Warum sollen wir heute an diesem Tag über Namen zum 1. Juli diskutieren? Wir werden in aller Ruhe dem FC Bayern dieses Thema besprechen. Karl-Heinz wird das erstmal mit Hassan diskutieren und dann werden Sie mit mir als Aufsichtsrat darüber auch diskutieren. Aber in erster Linie müssen die zwei sich jetzt mal den Markt anschauen. Und das ist der große Vorteil der Verpflichtung von Jupp Heynckes, dass der Vorstand und der Sportdirektor jetzt alle Zeit der Welt gewonnen haben, um die Zukunft ab 1. Juli 2018 zu gestalten.